Servus Leute, zurück zu Let's Play Crisis Core Reunion. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich hab ein bisschen Mission weitergemacht, aber es wurde jetzt zäh. Also zum Beispiel diese Mission war interessant. Die Shinras erweiterte Ausbildung, da kamen noch Flakbots und da 50 simple Fußsoldaten, 100 simple, 200 und es zieht sich und es zieht sich. Und hier kommt 1000. Darauf habe ich keine Lust, muss ich zugeben. Andererseits, bei 55% Fortschritt habe ich gelesen, kann man echt was Gutes bekommen. Nämlich die beste Materie im Spiel, angeblich. Die kann man auch anders bekommen, aber ich habe, glaube ich, noch keine Möglichkeit, sie zu bekommen. Das ist so ein komischer Punch-Angriff. Egal. Ich habe ein paar Level noch bekommen. Das auf jeden Fall, aber ich sehe es, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr ein, die Nebenmission großartig noch weiter zu verfolgen, weil ich muss zugeben, ich bin ja in der Hauptmission voll zu overpowered. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Beziehungsweise es wird einfach zäh, es wird anstrengend und das mache ich nicht. Muss ich zugeben. Na gut. Was habe ich gemacht? Ich habe die Materie ein bisschen weiter gepusht und ein bisschen auch die Stats variiert. Also Höllenfolge hat, glaube ich, davor Magie gehabt. Magie seht ihr jetzt unten rechts. Bin ich nicht so gut? Ja, kann man sagen. Bin ich nicht so gut? Egal. Ich habe einmal eine Schwarzkunst Seismos umgewandelt. Seismos ist ein sehr starker Magie, AOE-Magie-Angriff. Aber wenn die Magie nicht groß ist, naja. Also da würde ich dann einen Punch, falls ich ihn mal irgendwie anders bekomme, würde ich den da reinpacken. In diesen Slot am besten, ja, Vitalität. Vitalität ist ja sowas wie die Abwehr in diesem Spiel. Oder es ist die Abwehr in diesem Spiel, während Wille die magische Abwehr ist. Also die Punkte, dass ich die hoch habe oder relativ hoch, finde ich gut. Attacke ist auch relativ gut, weil ich greife ja hauptsächlich an. Deswegen, so habe ich mich ein bisschen optimiert. Schwarzkunst finde ich super. Höllenfolger finde ich super. Vitaga ist einfach nützlich. Rauben ist, ja, kann man gebrauchen. Sonst, ja. Attack Boost, da habe ich tatsächlich keine... Ich habe keine gute Fusion gefunden, was ich aus Attack Boost plus machen könnte. Ich würde gerne weiter die Stats steigern, aber ich habe einfach nicht wirklich irgendwas. Da kommt meistens irgendwas anderes raus, was ich eigentlich gar nicht haben will, so in etwa. Kann man sich das vorstellen. Wobei, was kommt, jetzt muss ich selbst mal nachschauen. Was kommt denn da raus? Also so ist meine Erinnerung. Dass da immer irgendwas rauskommt, was ich nicht haben will. Aber was kommt denn da raus? Fällt mir jetzt gerade ein. Na gut, normales Attack Boost. Genau, die Sprengklinge. Die habe ich tatsächlich. Also entweder es kommt nichts raus, wie man sehen kann. Ja gut, wenn die Sachen billig sind, dann kommt sowieso nichts raus. Was passiert, wenn ich es mit so hohen Sachen wie Vitaga? Da kann ich die Stats auf jeden Fall pushen. Regener. Es ergibt sich da nicht viel. Hier gibt es dann immer die... Also wenn ich mal irgendwas hier kombinieren wollen würde, dann kommt natürlich eine garstige Sprengklinge hierbei raus. Und Sprengklinge, ich habe sie einmal getestet, fand sie jetzt nicht so prickelnd. Muss man leider zugestehen. Ich könnte schon ein bisschen noch die Stats erhöhen. Eigentlich, ja, das sehe ich jetzt. Was erzähle ich denn da? Blitzgarmeister, ich könnte hier voll die Stats erhöhen. Ja, was heißt voll? Also was geht immer Heldentrunk, aber das, die unteren Sachen, die sind nützlich, um die Grundstats generell zu verändern. Also wenn ich jetzt hier Mithril hinzugebe, ich hasse es. Okay, vielleicht weil es Attack Boost heißt, kann man das, normalerweise kann man nämlich, das da gibt Magie, dann würde der Stat Boost Magie werden. So habe ich ein bisschen herum experimentiert. Mog-Talisman. Ist irgendwas, was ich da noch reinpumpen könnte? Feuerringe. Aber nur drei. Drei geben ein Meistergürtel. Gibt auch nicht viel. Alles ein bisschen enttäuschend. Alles ein bisschen enttäuschend. Der Sackschlüssel, tatsächlich. Der gibt Punkte. Den brauchen wir auch nicht mehr. Den nehmen wir. Ach, machen wir das. Gönnen wir uns nochmal. Ja, komm. Gönnen wir uns nochmal schön 10 extra. Attack. Okay, so. Wir werden jetzt hier weitermachen. Wir sind da letztes Mal aus dem Labor raus, entkommen sozusagen, und jetzt wollen wir hier generell... Oh shit. Oh, habe ich mich erschrocken. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wie man sehen kann,
Mein Attack ist ziemlich hoch für den Stand des Spiels. Also wir kommen jetzt richtig gut durch, gehe ich mal davon aus. Looks like it's all clear. So, wie schaut's aus? Cloud, komm. Komm, wir hauen ab. Das bringt hier nichts mehr. Leveler sind wir nicht mehr willkommen. Wir wurden hier als Versuchskaninchen aufbewahrt, kann man sagen. So, okay. I'll be right back. Nibelheim ist ja komplett abgefackelt. Alles ist abgefackelt. Jetzt werden wir die verkohlten Überreste von Nibelheim erkunden. Fliehe aus Nibelheim. Da können wir oben hin. Wunderjäger, was ist ein Wunderjäger? Hey, lange nichts von dir gehört. Wie geht's dir? Meine Mutter und ich sind aus dem Dorf geflohen, als die Flammen um sich griffen. Doch als wir nach einiger Zeit zurückkehrten, war dort alles beim Alten. Wie ist das möglich? Nach so einem heftigen Feuer. Von den Bewohnern kannte ich niemanden mehr. Falsche Häuser für falsche Bewohner. Das ist alles Shinras Schuld, oder? Ich hasse diesen Konzern, aber du warst nett zu mir. Deshalb habe ich dir ein Dankeschön hinterlassen. Irgendwo im Dorf liegt ein Schatz versteckt. Ich hoffe, du findest ihn. Unsere Wunderjagd konnten wir leider nicht beenden. Doch man könnte meinen, das Dorf ist selbst zum letzten Wunder geworden. Naja, der Junge hat ein Wunder hinterlassen. Du bist neu. Ihr seid alle neu. Stärker. Aber es macht nichts. Ich mache alle platt. Activating combat mode. Out of the way. So. Schwarzkunst. Oh, yeah. Schwarzkunst ist OP. Gegen Billiggegner auf jeden Fall. So, er hat was hinterlassen. Vielleicht an seinem Spot, wo er war, oder? Activating combat mode. Drüben habe ich was leuchten sehen. Schau dir das an. Conflict resolved. Oh, yeah. Hier? Jawohl, 7 Wunder auf einen Streich. Wall erhalten. Oh, Wall ist tatsächlich. Wo kann ich mit meinem Menü? Geht doch. Wall ist tatsächlich eine Überlegung. Zweck Seismos. Anstatt Seismos. Wall ist, glaube ich, sinnvoller. Wall gibt, reduziert. Gibt einen Buff für eine gewisse Zeit, wenn ich es richtig verstehe. Oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der sowohl physischen wie auch magischen Schaden sein. Um die Hälfte. Kann ich das mit Seismos? Das ist. Wo finde ich denn Seismos? Seismos? Ja, da kommt Seismos raus. Seismos ist stärker. Aber ich könnte, weil. Dann habe ich wenig. Ja, gut, das macht in dem Zustand kein Problem mehr. Ich nehme Wall einfach mal mit und Levels. Mal schauen, vielleicht auf der höchsten Stufe überschreibt es dann vielleicht Seismos. Das wäre nicht schlecht, wenn ich die Stats von Seismos in Wall reinpumpen könnte. Habe ich halt geringere Rüstung und sowas, aber das macht ja nichts. Macht ja absolut gar nichts. Wir gehen den normalen Weg. Okay. Wer Final Fantasy VII das Original kennt, der weiß, Nibelheim wurde wieder aufgebaut von Shinra und wieder bevölkert. Und warum, ist die andere Frage. Vielleicht um sozusagen Sephiroths Wahn zu verschleiern. Oder wir fahren es jetzt einfach. Right, that should do it. Achso, oder wir gehen einfach gemeinsam hier raus. Wir kommen aber nicht sehr schnell so voran. Aber uns hält auch keiner so wirklich auf, oder? What's going on? The whole town was in flames. Warum werden wir angegriffen? Ist die andere Frage. You really think you can catch me? Think again. Ich bin Soldier Rank 1. Oh shit. Cloud.
Oh no. No way. I'm never going back. Schütze Cloud vor den Shinra-Truppen. Die Shinra-Truppen haben Cloud in ihrer Gewalt und wollen ihn entführen. Schlage den Ansturm der Shinra-Truppen zurück und befreie Cloud aus ihren Fängen. Wenn es im Stadtangang bei Null liegt, ist die Mission gescheitert. Dann kämpfe zu lange an, werden die Truppen Cloud entführen. Kämpfe also effizient und erreiche ihn, ehe es zu spät ist. Okay. Kriegen wir hin, glaube ich hin. Die Frage ist tatsächlich, warum wollen sie mich aufhalten? Weil in den Protokollen des Doktors steht ja drin, wir sind gescheitert. Nein. Activating Combat Mode. Komm nicht hin zu Cloud! Conflict resolved. Oh yeah! Jetzt bin ich bei Cloud dran. Activating Combat Mode. I wish she could see this sky. Zack, we have to go soon. Something wrong? Just guy stuff. All right, let's go. Conflict resolved. Junge, lass Cloud in Ruhe. Jetzt kommt der Nächste an, der ihn entführen will. Mal zu ihm hin. Ist unfair. Aber die können auch nix. Oh yeah. Der haut komplett ab. Was haben die für ein Problem gehabt? Was ist mit dir los? Oh. Not feeling good. Wieso? Wieso? Hat die Schwarzkunst dich ausgelaugt? Die kostete meine Lebensenergie. This is bad. I'd better fall back. Hallo, jetzt gehen wir wieder da rein. It's daytime. And we're still a little weak. Should we rest till dark? Cloud. Is this Mako poisoning? Jill, can I not save anyone? Right. First, let's change. Those Mako-soaked clothes will definitely not help you get back on your feet. I found something good back there. This may smell bad, but desperate times. Ja, seine klassische Ausrüstung. Soldier-Uniform. Looks pretty good on you. They're tiny, but you have lots, right? That's right. Wanna hear? How many you got? 23? Write them down, so I don't forget. I have 23 tiny wishes. But you probably won't remember them all. So, I put them all together into one. I'd like to spend more time with you. Hey, Cloud. I have to go to Midgar.
You want to come with me? Natürlich will er das. Ja, die schon wieder. Dass sie nicht in die Villa reinkommen. This won't be easy. Doch, wird. Activating combat mode. Conflict resolved. Schlieh aus Nibelheim. Neue Mails. Schweigen ist zwecklos. Zack, wo steckst du bloß? Bitte melde dich, wenn du das hier liest. Da du auf dieser Mission mit Sephiroth verschollen bist, vermute ich, dass deine Lage mit seinem Ableben zusammenhängt. Die Jungs erzählen sich Gerüchte von den Geschehnissen in Nibelheim. Bist du etwa immer noch dort? Kannst du nicht immer einfach zurückschreiben hier? Alles gut, Komplott, Shinra ist wahnsinnig geworden. Das ist doch, was sie uns verschweigen. Sephiroth soll bei einem Einsatz ums Leben gekommen sein, allerdings schweigt Shinra zum Todesort und zur Todesursache. Als unser Team das Dorf N aufsuchte, in dem Sephiroth angeblich den Tod fand, war die Stimmung dort überaus angespannt. Auf den Zwischenfall angesprochen, reagierten die Dorfbewohner mit einem Schulterzucken und gaben sich völlig ahnlos. An ihren ausdruckslosen Gesichtern war nicht abzulesen, ob sie flogen oder... Aber im Gespräch fiel uns auf, dass sie den ortstypischen Dialekt vermissen ließen. Was hat dieser Wandel des Dorfs zu bedeuten? Ja, warum? Warum dieser ganze Aufwand? Warum? Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah! Warum sind hier billige Melde dich bitte, Luxir. Zack, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich habe mir wirklich große Sorgen gemacht. Wo magst du wohl im Moment stecken? Wenn du mir deinen Aufenthaltsort verrätst, dann komme ich dich abholen. Und wir tricksen alle aus. Wenn du von mir gefangen genommen würdest, wäre meine Beförderung gesichert. Und in meiner neuen machtvollen Position könnte ich sie vielleicht davon überzeugen, dich am Leben zu lassen. Verrat mir bitte, wo du steckst. Ja, das ist ein blöder Deal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Okay, we're leaving town. Come on now. Damn it. It never ends. Wenn wir die Final Fantasy 7 Overmap kennen, dann wissen wir, ja, neben Nibelheim ist in der Nähe Netfield. Wenn es über das Nibelgebirge gehen würde, dann... Wenn man über das Nibelgebirge gehen würde, dann käme man zu Rocket Town, glaube ich. Da ist ein Gewehr. Und ein Verteidigungsbot. Ein Sniper Rifle. Flakbots ausschalten. Schalte die Flakbots Speereinheit mit einem Scharfschützengewehr aus. Auf dem Weg vor dir sind mehrere Scharfschützengewehre. Wenn du sie einsammelst, kannst du die Flakbots ausschalten und einen Fluchtweg sichern. Flakbots haben Ziele auf ihre Schwachstellen, um ihnen effektiven Schaden zuzufügen. Waffenbatterie, großer Schaden. Okay, Schild minimal, Beine gering, Torso mittel, also Waffenbatterie hauptsächlich. Pluspunkte und kommende Ziele. Durch das Zerstören von erhältst du Pluspunkte. Mit ihnen kannst du dein Scharfschützengewehr verbessern. Flakbots, die deinen Scharfschützenangriff bemerken, werden sich außer Reichweite begeben. Wenn du Flakbots entkommen lässt, erhältst du Minuspunkte. Deine Belohnung fällt klein aus. Okay, Plus und Minus werden auch dann noch gezählt, wenn du den Wachbot im Kampf besiegst oder ihn entkommen lässt. Bin mal gespannt. It's not really soldier-esque, but... Oh well. Can I use it though? Oh, okay. Zoomen kann man? Wie schieße ich? Schießens RT. Was ist ein RT? RT ist das da. Ah, Kameratempo bedeutet. Zielen, zoomen. Gut, haben wir alles gemacht. Headshot. Ah, Shinra quality.
auto-assist system, huh? Nice. Das Gewehr verbessern? Durchschlagskraft, ah ja. Okay. Und jetzt? Kann ich dieses Gewehr nicht mitnehmen? Es gibt ja keine mehr hier. Okay, dann laufen wir ein Stückchen weiter. Ah ja. Ah, so funktioniert das. So, versuchen wir wieder unser Glück. Und reicht es dorthin? Scheinbar. Headshot. Gibt's hier noch mehr? Hm. Das ist ein interessantes neues Minispiel. Komm ich da rauf? Nein. Genau, der Weg ist ziemlich geradlinig. Okay. Vor mir sehe ich auch nicht wirklich irgendwas. Das sind diesmal zwei. Hinter einem Hügel. Activating combat mode. Oh yeah! Jawohl, Stufenanstieg. Okay, ja, so kann ich dann das Gewehr natürlich erstmal verbessern. Durchschlagskraft. Hört sich doch erstmal gut an. Okay, die eine bewegt sich. Ich glaube, die eine, die sich bewegt, ist schwieriger. Ah, die bewegt sich über... Okay, sie bleibt dann auch immer stehen. Okay. Easy. Soll ich nochmal das Gewehr verbessern? Ich gehe mal davon aus, Durchschlagskraft bedeutet Damage. Activating combat mode. Und die machen wir einfach mit Schwarzkunst weg. Oh, yeah. Resolved. Dadurch gibt es auch wieder Punkte. So, 1, 2, 3 diesmal. Vorher vielleicht das Gewehr verbessern. Diesmal ein bisschen Zielgenauigkeit gönnen. Sehr schön. Patrouille ausschalten. Dann legen wir mal los. Wen schalten wir hier zuerst aus? Wir haben hier, da und dort. Vielleicht erstmal den Außen. Das bedeutet eigentlich, dass die Zielgenauigkeit verbessert wurde. Junge! Okay. Hä? Das ist uncool. Schon besser. Okay, das war schon schwieriger. Anscheinend hat mich diesmal die eine Spähtruppe getroffen. Oder gesehen. Wahrscheinlich, die hat gesehen, dass da einer fehlte oder so. Da geht ein... nach rechts von mir. Da lang. Das ist sozusagen die Sackgasse. Weg mit euch! Seismus ist einfach OP. Oh yeah. Oh, was machen die denn da drüben? Oh, Explosionsgeschoss. Die stehen alle beieinander, deswegen machen wir jetzt Explosionsgeschosse. Nicht ausgerüstet. Okay, ausgerüstet.
Dann mach mal die Patrouille weg. Ich hoffe, das klappt. LT. Bitte was? Das war's. Nein! Wollte gerade sagen. Ah, da vorne in den Lauf zu schießen, das bringt's nicht. Das ist Mist. Hm, schade. Da habe ich 6 Punkte für die Katz geopfert. Was kann man noch verbessern? Oder noch was? Schadensradius. Hm. Glaube ich nicht so relevant. Durchschlagskraft lieber weiter. Selbst wenn ich ein Schild treffe, dann muss der Gegner drauf gehen. Gibt's hier noch mehr Gegner, wo ich Punkte sammeln könnte? Kurz auf die Karte schauen, okay. Und da müssen noch ein paar Sniperbots kommen. Okay. Das ist auch komisch. Weißt du, läuft so in der Parerie auf einmal überall so komische Viecher. Und bloß 2 diesmal? Ah, na gut. Was sehe ich diesmal nicht? Was ändert sich zu bisher? Die 3 davor waren doch viel schwieriger, theoretisch. Oh, dort hinten, die Batterie, das sieht doch auch gut aus. Sag einmal! Was? Hält voll fast aus, das Viech. Junge. Controller-Aim. Super schwierig im Gegensatz zu einer Maus und Tastatur. Ah gut, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Da sieht es auch nach Gegnern aus. Genau, das ist viel einfacher. Bam. Schauen wir gar nicht, was sie können. Und sammeln die Points. Da geht's nach links. Activating Combat Mode. Können wir mal draufhauen. Conflict resolved. Und keine Chance. Hier gibt's wieder komische. Da gibt's einen komischen. Einen komischen. Nur einen komischen? Ah, wir sehen vielleicht. Ah ja, wir sehen nicht mehr. Oh, das sieht uns schon. Nicht, was das überhaupt. Ah! Junge! Wackelt nicht so rum. Gewehr verbessern. Ach. Eigentlich passt es so. Schauen wir mal bei der nächsten Gelegenheit. Gibt es hier neue Gegner, wo man Punkte sammeln könnte? Könnte ich es ewig. Nein, geht nicht. Ewig verbessern, so in etwa. Wie weit geht's denn noch? Wir sind bald durch. Okay, großes. Die Fässer, die sind interessant. Sind es Explosionsfässer? Hm. Frech, dass das immer 6 Punkte kostet und ein Schuss bloß ist. Was hat es mit den Fässern auf sich? Kann ich die... Jawohl. Der andere ist aber nicht in der Nähe. Bullshit! Wo ist der andere? Nein, einer ist entkommen! Das war hart. Ich habe nicht gewusst, dass der eine irgendwann an das Fass hinfährt. Oder dass er generell fährt. Dann hätte ich nämlich die Reihenfolge geändert. Erst vielleicht den, der nicht an dem Fass dran steht, dann links den an dem Fass und dann rechts den. Das wäre die richtige Reihenfolge. Activating Combat Mode. Ihr kleiner Ragger. Conflict resolved. Oh yeah.
Ein Entkommen. Ja, was bedeutet es jetzt, dass ein Entkommen ist? Der kann natürlich alle Gegner jetzt informieren. Conflict resolved. Das ist geil. Obwohl Schwarzkunst mir Leben abzieht, wenn ich einen Sieg habe in so einem Kampf ohne Schaden zu bekommen, kriege ich halt voll viel Leben wieder zurück. Prozent. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Puh, das war eine harte Strecke. Entkommene Gegner einer. Schade, aber Gravitas, Sprint und Blitzgar erhalten. Ja. Ist doch herrlich. Ja, da führt irgendwie ein kleiner Weg da entlang, oder? Das würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal an. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.